So, hier möchte ich euch jetzt mitnehmen, wie ich mit Buntstiften, Künstlerfarbstiften auf dem Strathmore Toned Grey Papier male. Ich habe jetzt ein paar Tage überlegt, ob ich jetzt die Vögel in Schwarz-Weiß zeichne oder in Farbe. Finde aber Farbe irgendwie doch deutlich schöner als Schwarz-Weiß und kommt generell bei meinen Followern, glaube ich, auch besser an. Ich fange jetzt erstmal hier mit dem Auge an. Erstmal mit Schwarz, da werde ich noch ein bisschen Rot später mitzugeben, weil das eine Vogelart ist, ein Wellensittich. Das ist die sogenannte Lutino Farbschlag. Also sieht aus wie ein Albino in Gelb gefärbt, könnte man sagen. Genau. Einfach so zur Orientierung fange ich immer ganz gerne mit dem Gesicht an. Ich merke gerade auch, dass mir hier für die, das ist ein Weibchen und deswegen ist die Nasenhaut rosa-braun, dass mir da gerade leider ein paar Farben fehlen. Ich mich erstmal nur am Gefieder orientiert habe. Genau, hier den Schnabel, den habe ich ein bisschen grob nur skizziert, muss ich ein bisschen nacharbeiten. Ich fange jetzt erstmal mit den Polychromos-Buntstiften an, weil die am meisten Feinheiten haben. Fange jetzt hier schon mal mit dem Orange beim Schnabel an. Kann man ruhig noch ein bisschen mehr Gelb reingeben. Und man sieht jetzt auch schon, dass die Stifte aber auf diesem Papier ganz gut schon mal decken. Also das ist nicht so schlimm, dass jetzt die Grundfarbe grau ist. Das tut dem Leuchten des Motivs am Ende nicht so viel zur Sache. Wenn doch, ich habe mir aus den USA bzw. aus London ein Spray bestellt von Brush and Pencils. Also es kommt aus den USA, wurde dann aber nach in England importiert und ich habe es dann bei Jacksons Art gekauft. Textured Fixative heißt das. Und wenn ich jetzt feststellen sollte, dass ich hier nicht genug Deckkraft erhalte, kann ich das ganze Bild damit einmal einsprühen, erhält dann wieder so eine Textur und kann dann nochmal darüber schichten. Aber vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Genau hier den Augenring mit Grau zeichne ich mal. Und jetzt muss ich mal kurz hier noch ergänzende Farben für die Nasenhaut suchen. Genau, ich habe jetzt hier mal für den Grundton Faber-Castell Zimt, so also ein Polychromos-Stift. Damit zeichne ich mal eben hier so die Grundfarbe ein und auch hier die Zunge des Wellensittichs. Habe ich hier so ein Carpup Mortum Violett. Damit kann ich schon mal hier so ein paar Strukturen einzeichnen. Die ist ja nie so ganz selten so ganz glatt, sondern manchmal so ein bisschen kriselig. Jetzt ist eine Lampe ausgegangen. Was ist das hier? Egal. Ist heute hell genug. Genau, hier einmal das Nasenloch. Das war auch in der Skizze ein bisschen verrutscht. Nehme ich hier noch ein Bordeaux-Rot von den Pablo-Stiften von Caran d'Ache. Eine Farbe fehlt mir gerade noch.
und zwar diese hier. Das ist ein braun-orange, mittlerweile für Naturmotive für mich unverzichtbar, weil die auch für Porträts sehr schön ist und ja, einfach kann ich gar nicht beschreiben. Es sieht für mich nicht nach Orange aus, sondern nach so einem lila-braunen Ton irgendwie. Und der so mittelhell, also ganz praktisch auf jeden Fall. Genau. Und hier das Nasenloch gebe ich jetzt ein bisschen schwarz rein. So, das wäre jetzt schon mal fertig. Oh Gott. Beim Schnabel kann ich hier noch ein bisschen Terrakotta mit reingeben, dass die Farbe einfach nicht ganz so künstlich wirkt wie jetzt mit rein Gelb und Orange, sondern ein bisschen natürlichere Wärme reinkommt. Und das Rot des Auges male ich nochmal eben nach. Und zwar nehme ich hier auch ein Rotbraun, weil ich den Effekt nicht ganz so stark haben will, weil es tatsächlich nicht bei ihr nicht so ein krasses Rot war wie jetzt beim Albino, sondern es nur in bestimmten Lichtsituationen sehr auffiel. Genau. Hier mit Weiß nochmal so ein Lichtreflex rein. Das Ganze sieht schon viel lebendiger aus. Hier so ein bisschen Glanz auf die Nasenhaut. So. Dann geht es jetzt an die Grundierung, was bei diesem Vogel wirklich schwer ist. Deswegen habe ich, also ich habe den schon zweimal gemalt in Bunt, war aber überhaupt nicht zufrieden damals, weil ich auf anderem Papier gearbeitet habe, nämlich auf weißem und auch nicht so viel Farben zur Verfügung hatte. Ich fange jetzt einfach mal mit der Farbe Creme an, beziehungsweise Elfenbein von Faber Castell. So hier mal grob zu skizzieren. Also es wird hier so sein, dass ich auch sehr viele Fremdfarben mit reinbringen muss, weil das Gefieder an einigen Stellen halt eher weiß war und deswegen recht viel von den Farben der Umgebung, jetzt wie von der Hirse oder von der Hand, auf die der Vogel sitzt, auf dem Federkleid reflektiert werden, kann man das sagen. Und so wird es auf jeden Fall plastischer wirken, als wenn ich jetzt nur ihn in hellgelb male. Genau, aber für die Grundierung sollte die Farbe Elfenbein auf jeden Fall ganz gut funktionieren. An einigen Stellen, wo Licht einfällt, ist das Federkleid eigentlich fast weiß. Aber auch hier habe ich meine wachsbasierten Stifte, also die Pablos, die Luminance und auch die Prismacolor Stifte. Und damit werde ich auf diesem Papier auf jeden Fall das so weit aufhellen können, dass es fast wie rein weiß erscheint. Und halt auch noch obendrauf so die einzelnen feinen Federchen wieder zeichnen können. Bei Pastell ist das ja, wenn man auf sandigem Papier arbeitet, gar kein Problem, auch auf sehr dunklen Stellen hell draufzusetzen. Bei Buntstift geht das halt nur bedingt, da braucht man einfach sehr viel Erfahrung, wie dunkel die Grundierung werden kann und wie viel man eben noch aufhellen kann. Also ich bin auf jeden Fall bei Pastell super schnell reingekommen. Da hatte ich, glaube ich,
drei Motive gezeichnet und ich hatte den Dreh raus. Bei Buntstift war das nicht so. Da habe ich schon deutlich länger gebraucht. Genau. Hier werde ich nicht mit Creme arbeiten, sondern direkt mit einem helleren Gelb anfangen, weil das Köpfchen relativ leuchtend gelb hier oben ist, da wo ein natürlicher Sittich, sage ich mal, also ein Originalsittich aus Australien sozusagen, wenn man das so sagen kann, eben grün ist. Also vor allen Dingen, wenn er älter ist und der die Wellenzeichnung nach hinten weicht. Genau. Hier merke ich auch gerade, dass der Farbauftrag von den Polychromo-Stiften nicht so stark ist, dass ich da auf jeden Fall mit wachsbasierten Stiften nochmal nacharbeiten muss. Genau, hier unten ist die Farbe auch ein bisschen stärker. Den habe ich gesucht. Hier ist jetzt, sind jetzt normalerweise beim Sittich diese, ich habe gerade den Namen vergessen, diese dunklen Punkte, die normalerweise fast schwarz sind. Bei ihr waren die weiß. Und deswegen werde ich die auch jetzt direkt schon mal einzeichnen, nicht, dass ich die vergesse. Und hier unten ist das Gefieder auch ein bisschen weiß. Hier oben, da ist der direkte Lichtanfall, weil das die Aufnahme direkt von der weißen Gardine entstanden ist. Hier kann ich auch schon mal mit Weiß arbeiten. Genauso wie hier. Und hier. Hier ist auch ein sehr heller Teil vom Flügel. Das finde ich, gibt dem Sittich schon mal so ein bisschen Kontur. Die soll man ja eigentlich nicht jetzt scharf umranden oder so, aber die Federn sind hier relativ glatt. Deswegen kann man das hier ruhig schon mal machen. Beim Bauch mache ich das nicht, weil der halt flauschig sein soll. Da sollen schon ein paar Federchen abstehen, um den Effekt noch mal so ein bisschen zu verstärken. Nehme ich wieder Creme und zeichne den Flügel hier damit. Bevor es dann gleich schon mal an ein paar grobe Konturen geht. Muss ich aber eben pausieren, um noch ein Zwischenschrittbild zu machen. Genau, jetzt kann ich schon mal ein bisschen an die Konturen gehen und nehme jetzt hier mal so einen Prismacolor Stift, weil der Farbkasten teilweise ein bisschen natürlichere Farben hat als bei den Polychromo Stiften. Ich finde die zwar besser für so Details, aber ja, weil da gibt es irgendwie nur die Wahl zwischen Ocker und Gelb, also, und das ist jetzt die Farbe Jasmin von der Blume, stammt der Name, glaube ich, und deswegen ist es für mich auch inzwischen unabdingbar für Naturmotive. Genau, suchen wir noch mal einen Grün raus. Die Farbe Grünerde
von den Polychromos-Stiften. Die kann ich hier so ein bisschen drüber malen. Die kann ich gerade auch ganz gut gebrauchen. Und das ist die Farbe Grüngold. Genau. Also selbst hier mische ich schon mal ein bisschen. Hier unten nehme ich mir jetzt Strohgelb, weil der Bauch dort schon wieder ein bisschen dunkler ist. Gehe momentan noch eher flächig drüber, aber auch in der Federrichtung. Ich möchte immer fast sagen Fellrichtung, weil das aussieht wie ganz weiches Fell, aber es sind ja tatsächlich ganz feine Federn. Genauso wie hier. Da ist auch so ein gelber Schimmer. Hier ist auch so ein grünlicher Schatten. Da gehe ich schon ein bisschen strichig vor, damit das nicht zu dunkel wird. Ich versuche auch möglichst Grautöne zu vermeiden, weil ich da so die Erfahrung gemacht habe. Das wirkt sehr schnell ziemlich schmutzig. Und dann lieber mit so anderen gebrochenen Farbtönen arbeiten, wie so einem etwas gedämpfterem Gelb oder hier so einem Grüngold. Genau. Hier ist auch nochmal so ein gelber Schimmer. Auch so ein bisschen. Und hier am Hals. Merkt schon, dass ich hier immer wieder pausieren muss, weil das gar nicht so einfach war, mir alle Farben schon mal zurechtzulegen. Hier zum Beispiel ist jetzt ein bisschen rosa drin und da hole ich mir tatsächlich mal eben eine Hautfarbe. Hier habe ich zwar auch ein Granitrosa von den Pablos, das ist mir jetzt aber zu künstlich. Finde ich die Fleischfarbe von Faber-Castell, die ich sonst nicht so viel benutze, gerade ganz gut für. Na, hier unten, das sind halt quasi die Beine, wo hier quasi die Krallen kommen. Und hier ist auch nochmal so ein Schimmer, das kommt wahrscheinlich so von der Hand, eine Reflexion. Genau. Und hier ist auch noch ein bisschen rosa. So wie hier und hier. Beim Flügel fehlt auf jeden Fall hier auch noch ein bisschen von dem Strohgelb. Hier kann ich es noch ein bisschen verstärken. Jetzt
zeichne hier schon mal ein bisschen mehr Weiß ein. Und arbeite da schon mal ein bisschen strichiger. Und ich würde sagen, die erste Grundierung ist schon mal fertig. Ich mache jetzt noch mal ein Zwischenschrittfoto. So, jetzt nehme ich auch gleich mal meine wachsbasierten Stifte und striche mal so ein bisschen fröhlich drauf los. Das war nämlich da, wo ich früher so unglaublich lange gebraucht habe mit den Polychromo-Stiften, weil ich halt lange nicht genug Deckkraft bekommen konnte. Und wenn man da einfach so ein bisschen Stifte nimmt, die dicker auftragen, spart man da auch noch mal viel Zeit, weil das auch nicht unbedingt jetzt was mit Schludrigkeit zu tun hat oder unordentlich zu arbeiten, sondern das ist es ist einfach unabdingbar, weil man mit den Polychromo-Stiften, finde ich, einfach diese Leuchtkraft gerade auf getöntem Papier nicht hinkriegt. Es ist sogar messbar. Aljona Nicholson, die Autorin der Colored Pencil Bible, hat es zum Beispiel gemessen, dass das Prismacolor Weiß auf jeden Fall die höchste Deckkraft hat. Das liegt einfach an dem sehr hohen Wachsanteil. Nehme nochmal die Farbe Jasmin und habe ich hier unten das noch ein bisschen dunkler bekomme. So wie hier. Hat wirklich ein sehr schöner Farbton, der sehr schön mit dem Polychromos Cream harmoniert.
hier die Farbe Sand. Noch mal einen anderen, das Gelb mit reinzubringen. Arbeite jetzt hier weniger flächig, sondern ja, ich striche, könnte man sagen. Gerade hier passt die Farbe eigentlich ganz gut, so wie hier unten. Harmoniert ganz schön mit dem Rosa. Genau, jetzt brauche ich noch ein leuchtenderes Gelb und nehme hier einen Luminance-Stift. Auch von Caran d'Ache. Von den Prismacolor-Stiften habe ich nämlich die reinen Gelbtöne nicht, weil ich mir nur die Hauttöne mal einzeln gekauft habe, weil viele der Prismacolor leider nicht lichtecht sind und deswegen ich da verzichtet. Genau, hier sieht man jetzt, dass es wirklich sehr knallig wirkt, deswegen muss man halt mit diesen reinen Gelbtönen wirklich vorsichtig sein. Ja. Sparsam verwenden sozusagen. Reicht mir hier an dieser Stelle auch schon. Aber ich habe noch andere Töne von den Luminance-Stiften und zwar hier so ein Olivbraun 10%, weil ja auch durchaus so ein bisschen Grünstich in den Federn ist. Eine Farbe, die mir früher bei dieser Art des Motivs auf jeden Fall gefehlt hat, weil wenn man jetzt Grünerde von den Polychromos nehmen würde, dann wird es halt schnell viel zu dunkel und wird dann halt relativ schmuddelig aussehen, so als ob der Vogel in eine Matschhütte gefallen ist oder so. Deswegen halt als Tipp, wenn man so ein Grundset hat, die Pablos oder die Polychromos-Stifte zum Beispiel oder auch die. Nee, bei den Prismacolor bräuchte man das zum Beispiel gar nicht, weil da halt auch diese gebrochenen hellen Farbtöne bei sind. Aber wenn man halt so ein Grundset wie die Pablos oder die Polychromos hat, dann kann man sich auch einzeln einfach die ein paar Töne, helle Töne der Luminance oder der Prismacolor-Stifte dazu kaufen. Wie gesagt, ich habe auch noch nicht alle, aber ich vermute mal, dass ich Ende dieses Jahres wahrscheinlich auch das Komplettset der Prismacolor haben werde. Alleine, dass man dann auf jeden Fall die Möglichkeit hat, auf alles zuzugreifen. Aber unbedingt nötig ist das halt nicht. So, und dann habe ich hier noch die Farbe gelber Ocker, auch in 10%. Die auf jeden Fall auch perfekt ist.
Hier nochmal Braunocker 50%. Weil ich hier noch so ein bisschen Hautton reinbringen will. Ich hätte es früher hier unten viel, viel krasser mit Terrakotta oder so abgedunkelt. Aber ich bleibe hier lieber ein bisschen heller sogar als auf der Fotovorlage, weil ich halt diesen pastelligen Charakter des Vogels unbedingt rüberbringen will. Hier bin ich jetzt mutig und zeichne mal so ein paar Details ein mit Polychromos Grünerde. Und hell hier noch mal ein bisschen mehr mit Weiß auf. Es wird mir hier schon zu hell, deswegen nehme ich mal eben ein Pablo Creme für die Übergänge hier. Ich muss jetzt gerade bemühen, die Striche ein bisschen kürzer zu machen, weil ich hier sonst gleich sieht das aus, als hätte das ein Kind gemalt. Wenn man das auf der Grundierung jetzt hier schon so ganz gut erkennen kann, dass sich die hellere Farbe ein bisschen mehr abhebt. Hier werde ich ein paar Grautöne doch noch gleich brauchen, weil hier ums Auge herum. Das liegt, glaube ich, daran, dass die Federn dort sehr dünn sind und die Haut so ein bisschen durchschimmert. Genau, sonst sieht das nicht realistisch genug aus. Hier nochmal so ein Seashell Pink genommen für hier unten. Von den Prismacolor Premier. Paar Grautöne hatte ich mir schon beiseite gelegt. Ich finde halt die von Caran d'Ache, die Pablos haben recht schöne, vor allen Dingen besondere Grautöne. Ich finde sie für monochrome Zeichnungen auf diesem Papier nicht so gut geeignet, weil sie eher dazu tendieren, relativ kühl zu sein. Aber gerade für dieses Motiv jetzt finde ich sie wiederum ganz gut. Aber ich brauche noch ein paar wärmere Farbtöne, die nehme ich jetzt die Polychromos-Stifte.
Und zwar da auch die warmen Grautöne. Da hatte ich auch schon mal ein Video zu hochgeladen, welche Stifte bei monochromen Zeichnungen auf diesem Papier am besten aussehen. Genau. Mich auf keinen Fall zu viele kalte Farbtöne benutzen, weil das einfach nicht zu dieser eher warmgrauen Melierung im Papier passt. Also hier sind, das ist ja aus 30% Altpapier, glaube ich, entstanden, und hier sind so ganz feine bräunliche Fasern drin, die halt dazu beitragen, dass das Papier eben sehr warm aussieht, was den Anblick halt der Zeichnung auch relativ angenehm macht. Also ich glaube, wenn das ein kühlerer Farbton wäre, könnte man viele Motive wie Porträts nicht drauf zeichnen, weil die ja dann, glaube ich, relativ krank irgendwie aussehen würden. So. Also ich werde das jetzt nochmal off camera quasi ein bisschen nacharbeiten. Also ich habe euch hier aber schon mal mitgenommen. Erst mit einer hellen Farbe grundieren, dann ein paar dunklere Farbtöne drauflegen und anschließend mit wachsbasierten Stiften nochmal aufhellen. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, also immer hin und her gehen, immer wieder aufhellen, noch ein paar Stellen nachdunkeln. Aber das kann ich ehrlich gesagt besser, wenn die Kamera nicht die ganze Zeit dabei läuft. Und dann werde ich euch weiter mitnehmen, wenn ich den anderen Vogel zeichne, ein Sittich in der Farbe Opalin. Und bei der Hand werde ich euch auch kurz mitnehmen. Genau. So, ich nehme euch hier nochmal kurz mit. Ich habe nämlich die Grundierung nochmal mit verschiedenen Tönen gearbeitet. Da habe ich jetzt doch ein paar Grautöne mitgenommen, und zwar von Prismacolor Premier French Grey 30% und so ein bisschen Putty Beige, um einfach doch nochmal so ein paar Federn nachzuzeichnen. Also ganz vorsichtig, also wirklich nur für so feine Detailarbeiten. Und jetzt gehe ich hin und hell das Ganze so ein bisschen auf mit einem Prismacolor weißen Stift. Und dadurch bringt man so diese oberste Schicht der Federn quasi so zum Vorschein, dass das Ganze, also man verblendet einerseits die Farben dadurch so ein bisschen, aber bringt auch die Details endgültig nochmal rein. Und das macht halt diesen total dreidimensionalen Look dann aus. Also gerade hier wichtig auch nochmal, dass es so fluffig aussieht, so nenne ich das immer, dass man hier so ein paar Federchen abstehen lässt. Und dass man hier, da habe ich ja mehr mit Rosa gearbeitet, hier mit Gelb, dass man hier so einen Übergang schafft und da eben drüber hinweg geht. Genau, also ich würde auch sagen, dass es jetzt soweit für mich eigentlich fertig ist. So, jetzt geht es weiter mit dem zweiten Vogel. Der ist auch sehr hell pastellfarben und ist deswegen auch ein bisschen tricky zu zeichnen, aber auch hier deutlich einfacher auf getöntem Papier als auf weißem Papier. Ich fange jetzt hier einmal mit dem Schnabel an. Erstmal ein Strohgelb genommen. Nehme jetzt ein etwas leuchtenderes Gelb. Bin hier aber vorsichtig, weil es schon sehr leuchtend ist. Lieber ein bisschen dunklen Ocker, weil die Schnäbel doch eher einen natürlichen, gedämpften Farbton haben. Noch
Auch hier hatte ich nicht so gründlich vorskizziert. Jetzt gehe ich schon mit ein bisschen Orange drüber. Und ein bisschen Ocker, um das Ganze wieder ein bisschen abzudämpfen. Und bearbeite jetzt die Nasenhaut. Die ist hier blau, weil das ein Männchen ist. Hier so ein helles Blau. Jetzt merke ich schon wieder, dass mir ein paar Farbtöne fehlen, und zwar lila. Nehme aber erstmal ein Sky Blue. Und nochmal ein Cobalt Blue in Hell von den Luminance Stiften. Zeichne hier nochmal eben diesen Punkt ein mit einem Pablo Stift. Und hole mir jetzt mal eben das Lila. Hier nehme ich ein helles Magenta von den Polychromos Stiften, weil ich den Effekt relativ vorsichtig male. Jetzt nochmal ein Polychromos Violett dazu. Genau. Der Schnabel ist hier ein bisschen dunkler, deswegen werde ich hier noch ein minimal Grün mit reingeben. Kontur ein bisschen verstärken. Und schon ist das Gesicht soweit erstmal fertig. Kann ich die entsprechenden Farben schon mal beiseite legen. Und beim Auge weitermachen. Und zwar diesen Kranz um die Augen herum zeichnen. Na, und jetzt ist halt die Frage, ob man mit dem Weiß beim Kopf anfängt oder direkt mit dem Blau beginnt. Also ich werde jetzt, glaube ich, erstmal mit Weiß anfangen, und zwar nicht das Prisma Color Weiß nehmen, sondern das Polychromos Weiß. Das erstmal ein bisschen sanfter ist, weil da sollen ja noch ein paar Graus mit rein. Es tut mir auch leid, dass ich immer wieder aufstehen muss, um Farben zu suchen, aber in diesen
pastelligen Tönen sind so viele Farbtöne drin, die ich immer erst beim Zeichnen sehe. Genau, das ist so wie so eine Grundierung. Da kann ich auch gleich nochmal das helle Wellenmuster ganz gut reinzeichnen. Immer schön in Federrichtung arbeiten. Nehme ich mir mal ein polychromes Warmgrau für die Tupfer hier unten. Und ein Warmgrau 3, um schon mal ein paar Details hier einzuzeichnen. Den mal eben anspitzen. Moment. So. Gar nicht so einfach, weil die Zeichnung halt so weitestgehend in Originalgröße ist, das so, so fein hinzukriegen. Aber wird schon. Jetzt zeichne ich nochmal mit dem Pablo Weiß die Federn ein bisschen kräftiger ein. Der hat nämlich einen höheren Wachsanteil wie der Polychromos Stift, als der Polychromos Stift. Und deswegen
deckt er ein bisschen besser. Wie gesagt, mir ist das hier immer noch ein bisschen zu hell. Also ich überlege, ob ich nachher, wenn es fertig ist, nochmal mit einem Fixativ, Textured Fixativ drüber gehe, das ich bei London's Art bestellt habe, die das wiederum aus den USA von Brush and Pencils bezogen haben, weil ich dann nochmal hier über der geschlossenen Farbschicht eine Textur bekomme und dann nochmal mehr Schichten oben drüber geben kann. Und dann scheint das Grau vom Papier weniger stark durch und die Zeichnung ist insgesamt leuchtender, so wie ich es halt hinbekommen hätte, wenn ich auf sandigem Papier wie Pastelmatt gearbeitet hätte. Was ich aber bei solchen Motiven noch eher vermeide, wenn man da den Detailgrad wie auf diesem Papier nicht so gut hinbekommt. Na, ich nehme wieder mein Polychromos-Weiß und arbeite mich schon mal so ein bisschen zum Bauch vor. Hier nehme ich auch die Grundierung in Weiß ganz dünn und kann da ja gleich schon mal mit dem Blau drüber gehen. Hier springe ich gleich dann auch wieder hin, aber ich möchte hier schon mal ein bisschen mehr vorankommen. Also gibt es halt unterschiedliche Ansätze. Man kann immer hier sich von Punkt zu Punkt im Motiv vorarbeiten oder so ein bisschen hin und her springen. Ich bin da einfach eher so ein bisschen chaotisch veranlagt, weil ich dann irgendwie schneller ein Erfolgserlebnis spüre, glaube ich. Aber jetzt weiß ich zum Beispiel, dass es hier noch heller sein muss. Der Bereich bleibt eher weiß. Hier so längere Bartfedern habe. Hätte ich sonst so nämlich gar nicht unbedingt gesehen. Ich zeichne erstmal so bis hier ungefähr. Und den Nacken sozusagen auch noch ein bisschen mehr. Jetzt wäre es mal Zeit für ein Zwischenschrittfoto. Ich pausiere mal eben. So, für das Blau vom Bauch nehme ich mir mal diesen Smalt to Blau, Sky Blue. Das ist wirklich schwierig bei diesem Motiv, weil das schon, obwohl das von den polychromen Stiften das hellste ist, fast schon zu dunkel ist. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann viel mit den Pablos Stiften arbeiten, wo es das Hellblau gibt und mit den Luminance-Stiften, wo es auch ein helles Blau gibt. Die Prismacolor-Stifte haben auch eine perfekte Farbpalette hier. Nur leider besitze ich das Komplettset nicht und bei farbstifte.net sind leider all die hellen Blautöne gerade ausverkauft. Genau, deswegen muss ich mich mit den drei Sets, die ich zu Hause habe, gerade begnügen. Ich nehme jetzt noch mal mein hell Magenta und gebe ganz minimal Lila rein, also Magenta beziehungsweise. Ich strichle das nur ganz vorsichtig. Das gibt dann dem Tier auch noch mal mehr so ein Schillern sozusagen.
Jetzt nehme ich mir ein Silver Grau von den Pablos, weil das eigentlich nicht wirklich grau ist, sondern mehr hellblau. Gehe hier nochmal drüber, um das wieder so ein bisschen aufzuhellen. Ganz, ganz fein stricheln. Und ich finde auch, der Farbabrieb ist, obwohl der Stift auch nicht so doll angespitzt ist, auch viel feiner als von den Polychromo-Stiften. Ich glaube einfach, weil der Farbauftrag ein bisschen stärker ist und man dann nicht ganz so doll aufdrücken muss. Nochmal hellblau. Von den Pablos. Dann kann ich mich hier schon mal ganz vorsichtig an den Flügel rantasten. Aber vorher zeichne ich hier die Konturen schon mal so ein bisschen besser ein. Mit einem Polychromos Ultramarin Hell. Hier kann ich schon mal so ein paar Details mit einzeichnen in die Grundierung. Nur hier beim Flügel, weil es da ohnehin durch den Schatteneinfall ein bisschen dunkler ist als hier unten. Jetzt zeichne ich hier noch mal ein paar Details beim Kopf ein, weil das Grau hier noch viel zu stark durchschimmert. Hier ist noch ein Muster, das eher lila aussieht. Hier sieht es auf dem Foto zwar grauer aus, aber ich nehme ein bisschen mehr Lila, weil das zu den Farben ganz gut harmoniert und damit das Weiß am Ende nicht zu schmutzig wird, bin ich deswegen immer ein bisschen vorsichtig. Und ich nehme jetzt schon mal meinen Prismacolor Weiß, um das Ganze so ein bisschen zu verblenden, um das Weiß noch ein bisschen stärker zu machen. Besonders hier oben. Ich jetzt schon recht viel Farbe in Anführungszeichen nehmen, also Pigmente auf das Papier geben. Arbeite hier in sehr, sehr kurzen Strichen, damit ich eben die Textur von dem sehr feinen Gefieder wiedergebe. Hier wiederum nehme ich jetzt doch nochmal mein Polychromos Weiß, weil ich hier
eventuell noch mehr vermischen muss mit dem Blau. Genau, genauso wie hier. Da ist halt so ein Übergang zwischen Blau und Weiß. Da sollte man ein bisschen vorsichtiger jetzt arbeiten. Nehme ich hier nochmal mein Pablo Weiß, weil das ein bisschen härter ist als der Prismacolor Stift, aber gleichzeitig noch ein bisschen mehr Pigmente abgibt als der Polychromos Weiß, als das Polychromos Weiß. Genau, und jetzt werde ich mich ein bisschen zum Flügel durcharbeiten. Ich filme gerade. So, beim Flügel muss ich jetzt auch relativ frei arbeiten, weil ich den nicht so gut vorskizziert habe. Hier haben wir so einen hellen Fleck. Hier haben wir schon mal die Schwanzfedern. Nee, Quatsch. Die Flugfedern. Hier sind die Schwanzfedern. Da kann ich hier schon mal so die Konturen grob einzeichnen. Und hier ist der obere Teil des Flügels, wo wir die Wellenmuster haben. Na, da zähle ich mal 1, 2, 3 und der vierte geht dann, ja, mein PC geht dann hier mit ein. Mein PC dreht gerade wieder durch, weil es heute wieder so ein bisschen wärmer ist und der Lüfter kaputt ist. Hehe. Ja. So. So, dann haben wir hier noch eine Form. Und dann kommen hier ganz viele blaue Muster rein, aber ich grundiere den erstmal ganz, ganz leicht mit Weiß. Und auch den oberen Teil des Rückens grundiere ich schon mal vorsichtig mit Weiß. Jetzt nehme ich mir mein Hellblau von den Pablo-Stiften und zeichne schon mal die Wellen ein. Mache ich hier halt nach Augenmaß gerade. Es ist wichtig, dass man halt die Wellenzeichnung eines Wellensittichs wieder erkennt, also dass man hier nicht völlig chaotisch arbeitet. Aber mir ist es hier jetzt nicht wichtig, dass es 100% exakt wie auf dem Foto ist. Ja. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. 3, 4, 5. Hier habe ich zum bisschen zu groß gearbeitet. 3, 4, 5. Ist ein bisschen gröber als auf der Vorlage, macht aber nichts. Kann es hinterher immer noch ein bisschen aufhellen und überzeichnen mit Weiß. Mal mein Himmelsblau, weil mir das hier doch ein bisschen zu, kann ich beschreiben, zu hell ist. So, hier 1, 2, 3, 4. Passt. Hier. Eins, zwei, drei. Hier passt. Hier gucke ich, ob ich noch ein bisschen feiner werden kann. 2, 3,
Genau, deswegen passte das gerade nicht. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Das ist schon richtig so. Und die anderen Wellen gehen schon hier mit rüber. Genau, also es ist alles gut. Hier nehme ich mein Grau schon mal für die hinteren Flugfedern. Die sind fast weiß mit halt grauen Konturen. Bei den Schwanzfedern zeichne ich das gerade auch schon mal grob ein, einfach weil ich jetzt gerade die richtige Farbe habe. Und hier ist auch ein bisschen Grau mit drinne. Das kann ich hier auch schon mal vorsichtig einarbeiten. Jetzt betone ich noch mal ein paar Stellen mehr mit Weiß, um mich besser zu orientieren. Hier haben wir zwei helle Flügelchen. Hier muss es ein bisschen heller. Hier, hier und hier. Jetzt arbeite ich nochmal eben hier am Hintern, kann man quasi sagen, weiter. Und bei den Schwanzfedern.
Hier schon mal die Schwanzfedern. Genau. Und ja, schon gibt sich schon mal mehr so ein Gesamtbild. Und hier schon mal ein bisschen blau mit reinzeichnen. Da habe ich ein bisschen Fehler gemacht. Da habe ich zum Beispiel die Kontur viel zu stark gemacht. Muss ich mal gucken, ob ich ein bisschen Farbe wieder abtupfen kann mit dem Knetradierer. Genau, und mit meinem Pablo Weiß hier diese Überlappung hinkriege. Genau, ist kein Problem, zum Glück. Weil man mit Buntstift leider sonst relativ schwer korrigieren kann. Aber ich finde, man kann auf diesem Papier erstaunlich gut noch radieren. Bin ich immer sehr erleichtert. Ich werde jetzt mal kurz off-camera arbeiten, weil ich für die nächsten Schritte relativ lange brauche und ich nicht möchte, dass das Video zu lange dauert. Also ich werde jetzt hier die Details noch ein bisschen rausarbeiten und wenn es dann weiter ums Schichten geht, also wie ich halt die Blautöne mische und den Vogel am Ende, wie ich es bei ihr auch gemacht habe, wieder aufhelle, dann nehme ich euch dann wieder mit. So, ich bin jetzt bei dem Vogel relativ gut vorangekommen, habe den Flügel noch mal ein bisschen überarbeitet und werde jetzt beim Bauch weitermachen. Ich muss gerade ein bisschen leiser reden, unser Sohn gerade Mittagsschlaf macht, aber ich nutze die Zeit auch immer noch zum Zeichnen. Genau. Also die Zeichnung ist gesamt ein bisschen skizzenhafter geworden, als wie ich es von mir gewohnt bin, aber das ist soweit auch okay, weil ich ja auch ein bisschen schnellere Techniken eben anbieten möchte. Und ich finde, das tut der Wirkung keinen Abbruch, dass das jetzt hier ein bisschen weicher gezeichnet ist und ich so ein bisschen auf die etwas stärkeren Konturen vom Flügel eben verzichtet habe. Genau, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Lila reingegeben. Ich gebe jetzt hier noch ein bisschen Ultramarin rein, weil das unter dem Flügel ein bisschen dunkler ist. Und Striche hier. Also es ist ja, sind zwar Federn, aber es ist ja wie ganz weiches, fluffiges Fell. Genau. Und möglichst kurzen Strichen hier. Arbeiten immer in Federrichtung. Jetzt ruhig mal anfangen, die etwas dickeren Luminenstifte zu nehmen, um hier noch ein bisschen mehr Leuchtkraft reinzugeben. Ich hatte überlegt, mir genau für dieses Motiv Prismacolor Stifte in hellblau zu kaufen, weil die ganz viele hellblautöne haben. Waren leider alle ausverkauft, aber es ist hier gar nicht so schlimm, weil ich halt doch schon einige Grundtöne habe und ganz gut immer sonst mit Weiß nochmal aufhellen kann. Deswegen, ich werde sie mir trotzdem besorgen. Alleine, weil ich neugierig bin, wie die Farben so funktionieren. Aber es ist hier halt nicht unbedingt gerade notwendig. Hier kann noch ein bisschen Türkis ruhig mit rein. Also hier ist noch mal so ein leuchtender Fleck. Und hier in die Schwanzfeder kommt auch noch ein bisschen mehr Blau rein.
Ich werde jetzt mit Weiß noch ein bisschen aufhellen und jetzt hier wirklich ganz doll stricheln, damit auf jeden Fall das Grau nicht mehr so weit durchscheint, um die Farben, also das Lila und das Blau, ein bisschen zu verblenden und das Motiv quasi so ein bisschen wieder nach vorne zu holen. Unten kommt noch ein bisschen Rosa mit rein. Das sind wahrscheinlich auch so Reflexionen von der Hand hier. Genauso wie ich jetzt hier unten am Bauch noch ein bisschen Gelb reingebe. Das sind halt Reflexionen von dem hellgelben Vogel. Einfach, was ich früher so überhaupt nicht gemacht habe. Also zum Beispiel auf weißem Papier habe ich die Federn teilweise irgendwie ganz weiß gelassen und da gar nicht so viele Details reingezeichnet und das sieht natürlich irgendwie überhaupt nicht gut aus. Jetzt ein bisschen übertrieben, gehe ich nochmal mit Weiß ein bisschen drüber. Aber so kommt dann schon mal Leuchten zustande. Hier bringe ich ein bisschen mehr Gelb sogar jetzt rein, als ich das auf der Fotovorlage sehe. Kann man halt ruhig mal so ein bisschen übertreiben. Das Ganze schön bunt aussieht. Hier gebe ich auch noch mal minimal Gelb rein. So, die Zeichnung ist auf jeden Fall schon mal kräftiger. Hallo. Nee, lass so, du mich Zeichnung mal bitte. Ist auf jeden Fall jetzt schon mal deutlich kräftiger geworden. Was ich euch auch noch zeigen wollte, also hier hatte ich auf jeden Fall ein Limit, weil ich hier auch auf dem Dunkel, da bin ich einfach zu dunkel geworden mit der Kolbenhirse. Die hätte ich im Nachhinein auch wesentlich sketchiger gemalt, also nicht so fotorealistisch ausgezeichnet. Und da probiere ich jetzt nochmal ein bisschen was zu reißen, sag ich mal, mit helleren Farbtönen. Wo man hier auch sieht, dass man auf jeden Fall deutlich besser aufhellen kann. Also vorher war das so ein bisschen so, als ob man die Farben nur durchmischt hätte. Und nun ist es auch möglich, dass die Farben besser decken, allerdings halt auch nicht in dem Maße, wie es auf Pastel matt möglich ist. Wie gesagt, da braucht man jetzt anscheinend schon relativ viele Schichten von dem Textured Fixativ. Nichtsdestotrotz ist es aber für mich jetzt schon ein wertvolles Hilfsmittel, wenn ich auf relativ glatten Papieren arbeite. Hier unten sind zum Beispiel auch ein paar hellere Punkte. So, bin da ein bisschen zu dunkel geworden. Die ich hier ganz gut nacharbeiten kann. Ich habe jetzt hier mal so ein Grau, französisch Grau,
20% genommen. Ich kann auch weiß nehmen und dann mit Ocker drüber gehen. Das kommt hier so ein bisschen aufs Gleiche hinaus. Genau, hier drauf achten, nicht zu strichig zu werden. Hier habe ich jetzt ein paar Striche gemalt. Mal so ein bisschen in Kringeln arbeiten. Und man merkt halt, dass man hier doch schon deutlich aufhellen kann durch das Fixativ. Genau. Jetzt gehe ich noch mal an den Vogel hier ran. Hier muss es nämlich noch ein bisschen weißer werden. Ist ein bisschen zu dunkel geworden, genauso wie hier. Und das geht hier auch ganz wunderbar. Hier habe ich auch ein bisschen stärker aufgesprüht. Ich hatte irgendwie Angst gerade, dass ich hier, weil sie einfach viel heller ist, irgendwie Flecken hinterlasse oder so. Das merkt man hier gerade auf jeden Fall. Also ruhig fünfmal sprühen. Nicht zu doll, weil das Papier beim ersten Sprühen habe ich zu viel genommen. Das wälzt sich halt zu stark. Also ganz vorsichtig sein. Der Flügel hier ist mir auch noch zu grau, weil ich da auch Korrekturen vornehmen musste. Ich musste einmal sogar radieren, was man eigentlich bei Buntstift gar nicht machen sollte. Und da kann ich jetzt auch tüchtig nacharbeiten. Hier zum Beispiel diese hellen Stellen, es war fast gar nicht mehr möglich, die mit Weiß nachzuarbeiten. Genauso wie hier, da war das Papier sozusagen schon gesättigt, kann ich schön nochmal eine extra Schicht obendrauf geben. Hier fehlt auch noch ein bisschen Weiß. Hier, ich habe jetzt hier den Luminance-Stift genommen, weil der ein bisschen feiner ist als der Prismacolor. Und noch ein bisschen dicker aufträgt als der Pablo-Wachsstift. Also ich benutze ja Polychromos-Weiß, Pablo-Weiß, Luminance-Weiß und Prismacolor-Weiß. So auch ungefähr in der Reihenfolge der Festigkeiten und des Farbauftrags. Am stärksten ist meiner Meinung nach der Prismacolor. Und hier ist es auch zu dunkel geworden. Man spürt auf jeden Fall auch so eine leicht sandige Struktur, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr fein. Also nicht zu stark und das Papier wird auf jeden Fall auch nicht grob dadurch.
Der Vogel hier sieht ein bisschen zerfluster aus als der. Liegt einfach daran, dass er damals halt in der Mauser war und ich das hier auch ja, so zeichne, wie ich es halt auf der Vorlage eben sehe. Bisschen abgeschwächt natürlich, also so Federkiele, die rausstechen, übernehme ich halt nicht. Aber so ein bisschen dieses Zerfluste, weil sie halt eben manchmal so aussehen. Es war halt im Spätsommer aufgenommen und da gab es so die Umstellung langsam auf das Herbstfederkleid. Sich unsere Vögel auch schon immer so ziemlich nach den Jahreszeiten gerichtet oder nach Wetterumschwüngen. So schon eher relativ oft. Dann jetzt noch das Blau ein bisschen verstärken. Dann nehme ich auch den Luminance-Stift, weil der hier einen ziemlich passenden Blauton hat. Insbesondere hier ist noch mehr Blau drin. Und hier. Und auch hier kann es ruhig noch ein bisschen leuchtender werden. Genauso wie hier. Und auch hier fehlt noch eine Schicht Weiß. Ich nehme hier nochmal so ein silbernes Grau, weil ich das hier nicht zu hell haben will. Das auch sehr schön mit Hellblau und Weiß harmoniert. Also das ist ein Pablo-Stift von Caran d'Ache. Das gleiche hier bei den Krallen. Da war die Farbe auch recht stark schon gesättigt. Da kann ich hier auch noch mal ganz schön aufhellen. Hier kann ich noch ein bisschen Schimmer reinbringen. Noch ein bisschen ins Gefieder rein. Bisschen Struktur noch mal reinbringen in das Weiß hier.
Und hier nehme ich auch noch mal einen etwas leuchtenderen Luminenz Stift und gehe hier unter dem Flügel noch mal ein bisschen drüber, um noch mal so ein bisschen den Kontrast zu verstärken. Genauso wie hier und da. Und noch mal hier so ein etwas klareres Blau. Mal so punktuell, also nicht zu flächig, sondern noch mal so ein paar, ja, so ein bisschen so ein Leuchten, so ein Glitzern, so ein Schein reinzubringen. Ups, das war zu viel. Ups. Schwäche das hier noch mal ein bisschen ab. Auch mit Lila. Genau, ist nicht so schlimm. Lila sehe ich gerade, kann hier auch noch ein bisschen mehr rein. Auch hier unten am Bauch. Reicht. Also hier auf jeden Fall nicht stärker damit werden. Noch ein bisschen helleres Blau mit rein. Hier noch so einen leichten blauen Schimmer als Reflexion sozusagen. Genauso wie hier. Hier. Und hier. Und jetzt werde ich noch mal ein bisschen off-camera arbeiten, dass ich mich noch so ein bisschen über die Zeichnung besser rüberbeugen kann. Aber ich denke, man sieht so auch schon, dass es das Textured Fixativ auf jeden Fall mir noch mal eine Möglichkeit gegeben hat, die Farben deutlich mehr hervorzuheben und deutlich mehr zu schichten. Ich bin jetzt bei dem Vogel relativ gut vorangekommen. Habe den Flügel noch mal ein bisschen überarbeitet und werde jetzt beim Bauch weitermachen. Ich muss gerade ein bisschen leiser reden. Unser Sohn gerade Mittagsschlaf macht, aber ich nutze die Zeit auch immer noch zum Zeichnen. Genau. Also die Zeichnung ist gesamt ein bisschen skizzenhafter geworden, als wie ich es von mir gewohnt bin. Aber das ist soweit auch okay. Weil ich ja auch ein bisschen schnellere Techniken eben anbieten möchte. Und ich finde, das tut der Wirkung keinen Abbruch, dass das jetzt hier ein bisschen weicher gezeichnet ist. Und ich so ein bisschen auf die etwas stärkeren Konturen vom Flügel eben verzichtet habe.
Genau, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Lila reingegeben. Gebe jetzt hier noch ein bisschen Ultramarin rein, weil das unter dem Flügel ein bisschen dunkler ist. Und striche hier. Also es ist ja, sind zwar Federn, aber es ist ja wie ganz weiches, fluffiges Fell. Genau. Und möglichst kurzen Strichen hier. Arbeiten immer in Federrichtung. Jetzt ruhig mal anfangen, die etwas dickeren Luminenstifte zu nehmen, um hier noch ein bisschen mehr Leuchtkraft reinzugeben. Ich hatte überlegt, mir genau für dieses Motiv Prismacolor Stifte in hellblau zu kaufen, weil die ganz viele hellblaue Töne haben. Waren leider alle ausverkauft, aber es ist hier gar nicht so schlimm, weil ich halt doch schon einige Grundtöne habe und ganz gut immer sonst mit Weiß nochmal aufhellen kann. Deswegen, ich werde sie mir ja trotzdem besorgen. Alleine, weil ich neugierig bin, wie die Farben so funktionieren. Aber es ist hier halt nicht unbedingt gerade notwendig. Hier kann noch ein bisschen Türkis ruhig mit rein. Also hier ist nochmal so ein leuchtender Fleck. Und hier in die Schwanzfeder kommt auch noch ein bisschen mehr Blau rein. Ich werde jetzt mit Weiß noch ein bisschen aufhellen und jetzt hier wirklich ganz doll stricheln, damit auf jeden Fall das Grau nicht mehr so weit durchscheint, um die Farben, also das Lila und das Blau, ein bisschen zu verblenden und das Motiv quasi so ein bisschen wieder nach vorne zu holen. Unten kommt noch ein bisschen Rosa mit rein. Das sind wahrscheinlich auch so Reflexionen von der Hand hier. Genauso wie ich jetzt hier unten am Bauch noch ein bisschen Gelb reingebe. Das sind halt Reflexionen von dem hellgelben Vogel. Einfach, was ich früher so überhaupt nicht gemacht habe. Also zum Beispiel auf weißem Papier habe ich das die Federn teilweise irgendwie ganz weiß gelassen und da gar nicht so viele Details reingezeichnet und das sieht natürlich irgendwie überhaupt nicht gut aus. Jetzt ein bisschen übertrieben, gehe ich nochmal mit Weiß ein bisschen drüber. Aber so kommt dann schon mal Leuchten zustande. Hier bringe ich ein bisschen mehr Gelb sogar jetzt rein, als ich das auf der Fotovorlage sehe. Kann man halt ruhig mal so ein bisschen übertreiben. Und das Ganze schön bunt aussieht. Hier gebe ich auch noch mal minimal Gelb rein.